Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind immer noch in der letzten Erwägung dran. Die, wie gesagt, vorletzte Quest der Reihe. Dann haben wir den zweiten Assassin's Creed Teil mit euch durchgezogen. Also brauchen wir jetzt erstmal. Warte mal, ich will was ganz anderes gucken, nur schnell. Jetzt kann ich ja hoffentlich. Darf ich hoffentlich. Also tatsächlich war das Geheimnis dieser Leute, die ja immer rumlagen, nicht, dass die tot sind oder was auch immer. Nee, das war diese komische seltsame Kraft, die wir da in dieser Gruft gefunden oder dieser Grotte gefunden haben. Diese komische Kugel da. Wo ich echt eben gerade dachte, jetzt geht das gleiche im Finale wieder los wie damals bei Assassin's Creed Black Flag. Aber jetzt möchte ich gerne mal noch schnell schauen. Willkommen. So, verkaufen müssen wir in erster Linie mal. Oh, hetziges Schwert. Das nimmt. Kann man das? Warte mal. Ausrüstung, aber das ist nicht immer das Beste, oder? Die Ultima-Klinge. Legendär. Ja, dann nehmen wir das. Nehmen wir das Schwert mit. Aber eigentlich. Ich will auf jeden Fall die Klinge nochmal aufwerten. Brauchst du irgendwas? Ja, aber wir können es so aufrüsten für die Klinge. Nehmen wir, nehmen wir auf jeden Fall mit hoch. Ramut ist verlorene Klinge und verkaufen. Dinge verkaufen. Die können aber gerade nicht, oder? Doch. Sehr wohl, mein Freund. Schallerbogen. So. Können wir Dinge auffüllen? Nö, haben wir nicht alles. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Nein, auch nicht. Okay. Ich möchte gerne mal ganz kurz auch in die Fähigkeiten gucken. Wir haben jetzt 2 Punkte. Dann lernen wir die Nebelwand. Von mir. Ja. So, ja. Reit hier. Und wir machen uns auf. Jetzt auf den langen Weg in die Kyrenaika. Und ja. Und ja, es ist eine 32er-Quest, also theoretisch machbar. Warte mal, ich muss ja gerade gucken. Doch, wir müssen erstmal da raus. Okay. Hoch müssen wir. Okay. Klar, reiten ist immer das Einfachste, aber muss ich gerade gucken. Doch, wir müssen da irgendwie hoch, ne? Wir wissen ja da irgendwie lang. Wir sind jetzt Level 33. Flavius wird mir nicht nochmal entkommen. Gut, ich will jetzt auch irgendwann gerne das Let's Play beenden, also das Ding durchziehen, durch fertig machen. Damit wir dann irgendwann durch mit dem neuen Teil mit Assassin's Creed Valhalla beginnen. Und das wird wahrscheinlich von der Folgenlänge her noch mal ein bisschen heftiger werden als das hier.
Wie gesagt, ich habe 89 Folgen oder 6 oder sowas habe ich bei Black Flag gebraucht. Wobei ich auch mehrere Mal zum Beispiel Dinge versucht habe. Aber, ja. Was ist das hier? Warte mal, dann machen wir das doch mal kurz, ziemlich schnell. Wow, Alter. Gib mir. So, Statue zerstört. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas gäbe. Wenn wir sämtliche Statuen von Ptolemäus zerstören würden. Aber mir ist es eigentlich auch egal. Ich will es eigentlich jetzt auch gar nicht irgendwie groß ausprobieren. Wir wollen jetzt eigentlich, wie gesagt, es durchziehen. Wenn wir jetzt nur bis Level 35 kommen würden. Mit Level 35 soll angeblich die Endquest sein. Aber schauen wir mal. Ja, leck mich doch im Sack. Der verbrennt schon mal. Ich glaube, das ist Hepzibahs Schwert, was wir gerade unter mit dem wir gerade unterwegs sind. Und da könnten und damit brennen auch schon mal Gegner. Das könnte uns vielleicht den Arsch ein bisschen retten. Gerade im Hinblick auf die letzten. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da. Komm ich da nicht hoch? Ich würde mal sagen, wir haben uns ein bisschen verritten, ne? Wir sind jetzt irgendwie wieder rechts auf dem Weg irgendwo. Ja, und schon dauert das wieder eine ganze Nummer. Ich hoffe, ich sage das vielleicht die Folge, das Ding vielleicht zu machen. Gut, wir haben aber auch ein bisschen, war einige Folge, glaube ich, auch 7 Minuten oder 10 Minuten gebraucht. Nee. Den lassen wir schön da drin. Neuer Ort entdeckt, sichere Zukunft, Zuflucht. Ein fruchtbares Land voller Felder und Weiden. Die Weltkarte ist nicht verfügbar gerade. Du kannst mich mal. Die Weltkarte ist schon verfügbar. Ich muss mal kurz den Weg in die Markierung wegnehmen. Und mich sonst sie gerade ein bisschen nervt. So. So, ich gehe mal kurz runter. Das muss der Hof sein, den Aya erwähnte. Ja. Die Löwen hier doch gesehen haben. Was ich aber schade finde, dass wir mit den Aya nicht zusammen unterwegs sind. Tut mir leid, es ist nur, er hatte so ein sanftes Wesen.
Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet. Mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Raxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Suche den Überlebenden noch. Suche! Hier sind vier Feinde. Fünf. Eigentlich Pipifax, aber naja, die kriegen wir schon irgendwie hin. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um die Feinde hier unten. Jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht in einem Versteck. So. Aber ich feiere das Schwert irgendwie gerade so ein bisschen, weil die Gegner damit brennen und damit sie ein bisschen abgelenkt sind. Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern. Mein Sohn Kader. Einfach jeden. Und dann kam er. Flavius. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Stein verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich. Alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet. Ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? Ich muss. So. Eskortiere Praxilla und Nenet zum Karren. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Klar. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Ka. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerücht, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten?
Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenne zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. So, neue Quest mit dem Feuerspielen. Ist das eine Feuerhauptquest oder ist das eine Nebenquest? Ist das eine Nebenquest rein theoretisch? Und das könnte 35. Ach, das ist eine Nebenquest. Das sind zwei Nebenquests und die drei Nebenquests haben wir jetzt bekommen. Wir machen aber erstmal weiter die Hauptquest. Und dann wissen wir zumindest, was Sache ist. So. Ja, wir werden aber keine Nebenquests machen. Ich will mal, wir werden die beiden Hauptquests machen und dann passt das so. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Die letzte Abwägung, Hauptquest, Level 35. Eigentlich, oder war ich 32? Habe ich das jetzt falsch gelesen? Nee, es ist die Haupt, es ist immer noch die Hauptquest. Okay. Da müssen wir doch eine Nebenquest machen. Weil anders geht's jetzt nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir eine Nebenquest machen, damit wir noch ein bisschen nochmal zumindest ein Level noch kriegen. Damit wir noch ein, mindestens ein Level kriegen. Wir sind nämlich 33, ja. So 35 sollten wir zumindest sein, was Sache ist. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit einer anderen Quest. Tschüss.